Jetzt habe ich erstmal das hier als Hack and Slay. Und ob ich dann noch eins zock? Irgendwann heute schon mal wieder. Irgendwann. Ob dieses Jahr soweit ist, weiß ich nicht. Schätzt mal, ich habe dann mein Bedarf an Hack and Slay hier. Hau ich jetzt hier raus. Aber man muss sagen, wie ich auch gestern geschrieben habe, im Live-Chat noch. Ich bin kein Freund von Hack and Slay. Ich bin eigentlich, hasse es zu viel, aber es ist eigentlich nicht mein Genre. Und ich, aber ich traue mich immer wieder neue Genres ran. Siehe Story Games, siehe, was weiß ich, wie heißt das? Dungeons and Dragons Stuff. Siehe Souls, ich traue mich immer wieder neuen Sachen ran. Manche Pflanze gefällt mir, manche gefällt mir nicht. Oder Rollenspiele. Und ab und zu spiele ich es ein bisschen und dann denke ich mir, ja, okay, ja, Genre geil, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, weißt du, so halt so ein bisschen komisch. Und das ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, du bist, weiß nicht, ob du so einer bist, Yes. der Diablo mag, aber wird sich lohnen. Nur, okay. Dann schauen wir mal hier weiter. Hier gibt es ja eine Waffe, aber Waffe, die wir jetzt haben, haben wir jetzt schon mehrfach bekommen. Habt ihr jetzt auch schon mehrfach verkauft? Vielleicht gibt es ja noch ein Stück besser, die Waffe. Wie wenig Leben? Ich habe 152. Ist hier Arena? Ja, wieder Arena hier. Na dann. Dann machen wir mal Arena hier. Ach so, ist gar nicht. Ach so, ist wieder so ein Teil. Denn normalerweise bei Arena-Schlüsseln kommt dann eine Arena-Quest hier. So. Aber ich verstehe schon, dass eigentlich Leute, die Diablo halt lieben oder vergöttern oder was auch immer, was halt vielleicht Zink oder Kekse macht, dass sie das nicht mögen. Weil man ist halt so da drinnen in der Bubble, so wie WoW. Man wird halt nie ein anderes MMO fühlen. Man könnte ja auch Final Fantasy spielen. Hat ja auch Raids und ist vielleicht nicht so viel anders. Okay, das ist krass, das Vieh hier. Aber wenn man so drin ist, dann macht das schon Sinn. Macht das schon Sinn. Bei mir ist halt so, dass ich in keinem von dem Genre irgendwie gebunden bin an dem Game. Dass ich eher mehr teste. Und ich bin froh, dass ich in letzter Zeit doch ab und zu mal Spiele finde, wo ich mehr als ein, zwei Stunden drin verbringen kann. Ich habe nach 16, 17, 18 Jahren, je nachdem Be von Beendigung von WoW, schon viel getestet. Auch vieles, was ich nicht gespielt habe, weil ich habe halt nur WoW gespielt. Vieles versucht nachzuholen, aber nachholen bockt sich halt nicht so wirklich. Hat sich halt im Stream auch nie gelohnt irgendwie. Habe ich mich eher nach Neuem umgeschaut.
so weil es moderner ist von der Steuerung her, von der Grafik her, wenn das Alter nicht so schlecht war, war es ja okay, aber von der Steuerung halt moderner ist. Also, man wirklich, wenn ein Spiel von vor 20 Jahren spielt und jetzt ist halt einfach angepasst. Ist halt einfach angepasst. Wieder 55% Rare. Also je höher du gehst, desto mehr haben die Rare-Stufen hier Drop-Dinge. Hast du das jetzt weggekratzt, weil der Druck fertig ist oder was? Ah, jetzt bin ich da oben. Also die wollen, dass du die Items kriegst. Aber die müssen ja dann genau richtig sein, weil du kannst sie nicht mehr umschmieden oder so. Ich bin echt froh, dass ich mich nicht für Ding entschieden habe hier, für dieses Pacific Drive. Das ist schon nice, ist schon lustig. Aber stressig wegen Zeit. Musst du ein bisschen in einem gewissen Gebiet, du musst nach einer gewissen Zeit raus, ansonsten ist dein Auto komplett kaputt, musst du wieder reparieren und der Sturm kommt und keine Ahnung. Also ich mag keinen Zeitdruck in dem Spiel. Nicht so meins. Ohne dieses Ding wäre das Spiel viel, viel besser, hat auch der Test gesagt gehabt. Und diese Schrift ist echt wirklich komisch zu lesen gewesen. Hat er recht gehabt. Und das wäre halt nur storymäßig, keine Ahnung, 20 bis 25 Stunden gewesen. Was für mich eigentlich viel ist, was Story angeht, aber das ist halt, hat viel mehr Potenzial, dass es halt länger geht. Ja, und nach meiner ganzen Survival jetzt hier, keine Ahnung, fast 2 Monate Survival, reicht es auch wieder erstmal Survival. Ultra gesättigt. Ist doch verrückt hier. Tut eine Pause sehr gut. Paul will ich auch weiterspielen, aber bevor ich das weiterspielen kann, muss ich den Server wieder komplett quasi verändern. Weil es sind Upgrades rausgekommen und ich glaube, dass mit dem Update der jetzt nicht mehr läuft, so wirklich wie er soll. Also ich muss ich halt alles updaten, muss ich mal wieder mal ein paar Stunden oder einen ganzen Tag oder Nacht Zeit nehmen. Und außerdem habe ich Survival aufgehört, weil ich halt immer allein spiele. Oh, Hauptthema. Das hier ist angenehmer allein zu spielen als ein Survival-Spiel. Das Survival-Spiel ist alleine halt doch irgendwie komisch. Manchmal der Anfang einer. Hier haben wir 55 wieder rare. Aber droppt nicht so viel bei beim anderen. Boah, ist aber auch großes Gebiet hier.
Also ich finde, dass das Game etwas laggy ist im Vergleich zu letztes Mal, als ich gespielt habe. Also so ein Mikro-Ruckler oder was. Keine Ahnung. Ich will mal nachlesen, vielleicht haben es andere auch. Irgendeine Settings oder nach dem Patch. Ich habe es ja gestern gespielt und vorgestern und auf jeden Fall anders. Ist auf jeden Fall... anders. Okay, passt schon. Drop nichts mehr. Eins gedroppt, hey, oder? 55%, dass das Rares droppen, es ist keins gedroppt. Wir hatten vorhin 50 oder so und das ist, sind ganz viele gedroppt. Wild. Arena King, super. Increased Health. Poison Resistance. Aber das halt die nicht droppen, die ich brauche. Eins habe ich davon. Das ist schon heftig. Eins habe ich davon. Heftig. Das mit Leben. Yes. Und Prozent Leben. Anders wild. Entschad. Jetzt guckt er wieder den Drucker an. Das ist ja crazy. Schauen wir mal wegen Level. Hier 5,5. Habe ich. Da vielleicht jetzt weiter. Warte. Passives. Lich. Okay, hier habe ich jetzt doch nicht 5 auf einmal. Aber hier wird es dann 5 draus. Ich muss jetzt das 10-mal und das 10-mal. When you use a potion, you take less physical necrotic damage. Okay, okay. Und hier, necrotic damage points, spell per point, okay. Mehr Schaden, hier ist mehr Schaden. Hier steht, ich soll das zuerst nehmen. Wenn ich einen Heiltrank habe, ich weniger Schaden bekommen. 10 Punkte rein, also 10 Level. Und dann nochmal 10, oder was? Ja, das war das hier eigentlich. Increased Damage. Okay, dann wenn ihr das sagt, mache ich das. Funktioniert ja soweit. Also ich kann schon das erste machen. Boah, bei den Endboss von hier. Okay, was geht ab? Speak with Schamanen. Okay, mit Schamanen sprechen muss ich dann. Hallo! Ich muss irgendjemand suchen. Gott, wenn wir schon jemanden finden hier. Schauen wir mal. Ob jemand, also wenn derjenige gefunden werden will, dann werden wir ihn auch finden. Wenn nicht, dann ist halt schwierig. Oh, diese Hardhitter hier, die sind krass.
diese Hardhitter sind krass, Alter. Ich stehe hier voll drin, ich soll gar nichts machen. Ich komme hier nicht weg, weil. Ich kann nicht durch sie durchgehen, die standen komplett um mich herum. Ja, ist ja gut jetzt. So. It's gonna be your bumping bum. Kennst du eigentlich Black Desert Online hier, Voodoo? Was hältst du von dem? Ich fand da Alien so genial. Ich vermisse es. Und kann nicht mehr spielen, deswegen würde ich halt irgendwann Black Desert Online, wenn ich Bock und Lust habe, teste. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß halt nie, weil ich erzähle halt wirklich viel. Ob ich das dann erzähle, weil es jemand da war, oder ob ich es einfach mit mir selbst erzählt habe. Oder dem Video. Doch gar nicht, ich glaube, dass gar kein Boss aus der Kampagne halt leicht war. Also egal welcher kommen wird, es wird schwer werden. Wir müssten uns vielleicht wieder auf den einstellen, was ja okay ist, nur ist halt kurz euch der Frust ist halt da. Oh, wie stark sind die denn, Alter? Sind voll eingefroren hier. Oh, hier ist irgendwas Wildes. Boah, ich krieg die ja so nicht fertig, ey. Ohne das. Sind die wieder gespawnt oder was? Doch die gleichen, die ich eben schon mal gemacht habe. Ach, dann geht's da rein, oder was? Ah, oh. So ein Drache. Halte ich das aus? Ich weiß nicht, ich muss kurz weg. Aber ich flitter meine Gestalt, oder? Spuckt er wieder? Spuckt er, ja. Du bist ja jetzt schon tot. Wenn ich einmal von der Seite treffe, oh, da liegt dieser Typ da. What brings you here? Passt. Hab ich. So, Warrior's Bones Guide. Of Impunity. Mini Damage, Recovery Percentage, Minion Increased Physical Damage. 263? Das ist schon Penetration pur, Alter. Das habe ich. Ein bisschen Physical Damage. 516? Und ich brauche 600? Boah, aber dafür verliere ich. Das ist schon pervers. Die anderen Werte sind da komisch.
Aber vom Crit, hä? Warriors Bones Guide. Immer noch dieses Eviscerating Sealed Odachi of Pulmat. Das habe ich noch nie gesehen. 96% increased melee attack speed. Aber 263% ist krass. Kann man bei dem noch was machen? Achso, die Hände sind ja drin geblieben. Ich habe ohne Hände gekämpft die ganze Zeit, oder was? Ja, lul. Ich wollte die Tornado-Hände geben. Ich habe ohne Hände gekämpft, okay. Ich wollte die Tornados testen. Physical Damage. Und hier könnte ich noch... Physical Damage habe ich schon. Melee Critical Strike. Aber das mit diesem Multi habe ich nicht. Melee Critical Strike Multiplier. Was verliere ich so krass im Vergleich von dem anderen? Was habe ich gesagt? Ja, Critical Strike Multiplayer und Stun ist. Stun ist egal. Melee Damage. Warum verliere ich so viel Melee Damage? Da ist doch Increase Physical Damage doch so viel stärker. Hier habe ich so viel Melee Damage. Ach so, weil das 130 und ein Chance to Bleed. Ich verliere so viel Melee Damage. Ja. Bist du eine Katze geworden oder wieso miauen sie? Was habe ich hier? Melee Damage. Melee Damage. Mal das mal hier drauf. Geht aber nicht Speed. Ne, da mache ich Melee Damage drauf. Melee Damage, ja. Im Stream. Ach so, da hinten, hinter dem. Ja, okay, okay. Geht die nicht an den Drucker dran und tut das alles kicken? Induce Damage from Taken Critical Strike. Chance to hit Poison, jo, wichtig nachher. Okay. Naja, jetzt habe ich mal. Keine Ahnung. Ob ich jetzt noch so viel verliere? Kritiker Strike Multiplier weniger. Ich weiß jetzt gar nicht, was. Ach so, hier mit dem Physical. Physical. Ja, ja, okay. Ich glaube, meine Waffe ist ja trotzdem irgendwie besser gewesen. Keine Ahnung. Ich tausche schon wieder irgendwas. Ich tausche dann wieder irgendeine Scheiße. Bin mir not sure. Yes. Physical Damage. Also viel Verlust von vielen Sachen. Okay. Physical Damage. Es ist gut, dass sie nicht rangeht. Ist gut, dass sie nicht rangeht.
Besser ist das. So, mal schauen, vielleicht kriegen wir einen guten Kopf. Oh, Sarina. Ja, Sarina. Oha. Ich wusste, dass die gehen gleich drauf, die Säcke. Ich wusste, dass die... Oh, paar Range-Viecher sind nicht geil. Dann bleiben die irgendwo stehen und nerven mich. Die sollen einfach auf mich zukommen und mich attacken. Das ist das Wichtigste für mich. Sag ich jetzt als Melee. Später beim Range ist das halt ganz anders. Wenn ich Gestalt verliere, ist es halt dramatisch katastrophal. Aber noch geht. Nächste. Da steht so ein Wichser und spuckt oder was? Was ist das? Ich hab verfickten Tornados da auf einmal. Achso, das sind meine von den Handschuhen. Jetzt spiel ich sogar mit Handschuhen. Oh ne, normale Gestalt. Scheiße. Scheiße, ich bin tot, komm. Ne, jetzt bin ich nicht mehr, jetzt geht's wieder. Ja, normale Gestalt ist halt, da schaut mich einer an, wenn ich halt RIP. Da machst du nichts. Ah, das glaube ich auch. Burn! Hier sind Burn! Fertig! Hat doch geklappt mit ein bisschen Panik wegen der Gestalt. Okay. Krass, nie dieses eine Ding da. Nie das mit HP. Tuhan Steph. Irgendeinen wilden Helm oder so. Increase Spell Damage, Increase Resistance. Ward Decay Tress. Old. Okay, bald müsste auch das Ding leer sein, ey. Das Headset. Okay, Alexa. Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 0 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 11 Grad erwartet. Schade, viel zu heiß. Viel zu heiß. 11 Grad hier. You cannot imagine. Fire resist increase curse damage, increasing damage while channeling, increasing damage over time and endurance result chance to apply irgendwas. Nicht. Yes. Das klingt mir alles so gewagt. Take care. Hier, das wollte ich eigentlich. Vielleicht kriege ich noch eine gescheite Mitte. Nee, nicht gleich aus der Haltung raus. Lasst mich hier ein bisschen bömsen. Ein
irgendwas blinkt hier. Lass mich doch klicken hier. Ja, mein Tod wird schon noch kommen. Listen, baby, listen, baby. Oh, so ein Drache. Oh, wenn er mich weg. Wenn ich mit Feuer hittet, muss ich weg. Was macht schon diesen Scheiß auch noch hier? Ah, ich hab nicht getraut, da drin zu bleiben. Aber komm, ich verliere meine Gestalt. Ja, ich Gestalt verloren. GG. Dann bleibt der stehen und spuckt immer, oder was? Weil ich nichts mache. Oh, zum Glück vorher getötet. Zum Glück vorher getötet. Irgendwas bekommen? Warum ist da nicht ein Schild für mich? Verstehe ich gar nicht. Warum darf ich als... was bin ich hier? Akolyt oder sowas? Ein Schild tragen. I don't get it. Ich hab I gedrückt. Nichts passiert. Was hat ihr denn im Spiel gemacht? Ich muss manche Tasten echt mehrfach drücken. Irgendein Schädel hier als Bonus. Was ist da nicht mein Main-Schädel? Akolyt zielt Immortal Crown of Endurance. Ja, okay, den erkenne ich ja schon, dieses Scheißding. Und hier auch. Da auch auf Fortification und da, okay. Den Schädel müsste ich erkennen. Okidoki. Na gut. Na gut, na gut. Boots hat er mir geschenkt hier. Legendär. Was für Boots brauche ich eigentlich hier? Mercurius Sealed Citadel Boots Lucidity. Mercurius. Ich habe Sulron Steps. Armor Increase. Move 15%. Melee Critical Strike. Das ist geil. Increase Movement. Das ist 25. Boah. Minus 75? Was? Hey, das ist so frech. Das ist so frech. Du hast dann 75% weniger physische Resistance, wenn du das Ding anziehst. Da musst du halt über das Ding gehen. Wenn ich es ausziehe, habe ich nur noch 51. Aber du bist damit voll schnell. Diese Debuffs sind halt schon, an das Wild. Ach so. Dann muss, dann musst du wirklich die Resistance 75% höher haben, weil 75 ist eigentlich Cap. Und du genau auf dem Cap bist, dann bist du halt am Arsch hier. Dann bist du halt am Arsch. Beides Geld? Ah, guck mal, hier wäre eine Waffe sogar. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen.
Das sind ja meine Wirbel, gell? Dass ich hier wieder irgendwas liegen während des Kampfes hier. Sachen, die hier. Das Ding ist. Wer zu viel? Nee, gar nichts. Aber krass, was das Spiel 5 Jahre im Early Access war. Auch wild. Schon, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, wenn ein Spiel 5 Jahre im Early Access war, dass man nicht glaubt, dass es jemals rauskommt. So ein Jahr, okay. Passt. 2 Jahre von mir aus, aber alles drüber hinaus. Never Ending Story. Diesem Early Access Scheiß. Tut mir leid. Dafür wurde ich nicht programmiert. Ist nicht schlimm, ich wurde für Early Access programmiert, nicht du. Alles in Ordnung, meine Liebe. Du bist doch nicht Early Access, besser ist das. Ach, das ist sogar so ein Hauptding, was ich töten muss. Ach so. Ach, das ist dann fertig. Ui. Was habe ich denn hier bekommen? Damage-Reflexion für irgendwelche Skelette. Bla, bla. Slayer's Bardic. 176% Chance to Bleeding. Okay. Die habe ich am Anfang gesehen, die Dame mit dem Kopf hier. Minion Increase Cooldown Recovery Speed. Was für Minions? Warum ist das ein Biss-Ding? Minion, ist es echt so, dass du die Minions haben musst? Aber doch, ich spiele doch ohne Minions. Das macht doch alles gar keine Sense. Immer hin und her laufen muss, weil ich versuche es die blauen zu nehmen, habe ich mir gedacht. Okay, tschüss, war nett. It was very nice. Yes. Yes. Take care. Ich passe schon auf. Gold, okay. Rest nichts für mich. Yes. Ob ich's jetzt nicht schon bereue, dass ich den Char nicht so gestartet habe, dass er nicht ganz alleine ist. Mit dem nächsten Char müsste ich auch nochmal die Story machen, auch nochmal alles von null farmen. Ich könnte sonst mit anderem Char von dem profitieren, aber der ist komplett alleine für sich. Ja. Maybe. Fly enemies, jawohl. That's my job. That's my job, guys. Slay them all.
It ends here. Einfach alle Killerino. Touch me. Of a shine on TV. Oh, ich hab die Haltung verloren. Ja, genau. War ein bisschen anders spielt, wenn man die Haltung verliert, wa? I say to you. Meinst du, haben wir es geschafft? Okay. Poison Resistance, Cold Resistance. Eine Waffe soll es jetzt hier geben, eine wilde. Und nichts für mich, echt nicht? Für jeden, nur nicht für mich? Das ist aber fies, man. It's not fair, man. Poison System, Cultures and Potion Slots. Increased Mana Generation. Ah, das ist schon fies, man. Den Kopf eines Ochsen. Ja. Ist aber auch nicht für mich. Doch, für Akolyte. Level 85. Was bin ich denn überhaupt? Ja, 75. What the fuck? Wie ist das Ding? Yes. 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 No. Achso, hier kann ich noch vergelfen hier. Kann ich ja nicht mehrere machen? Muss ich ihn nach jedem verkaufen? Yes. Das bleiben die gespeichert? Dass ich es halt mal irgendwann mache? Boy Black! Boy Black! Take care. Ah, hier nochmal. Ausrüstung. Immer das gleiche Gelaber, mein Tod und irgendwas, ich weiß. I will die, Mother Flower, dann will ich auch dein. Irgendwelche zwei Dinger töten hier. Gestalt ausgelaufen hier. Nicht die besten Voraussetzungen für diesen Typ hier. Da fliegen echt Steine. Da legst du nieder. Da legst du nieder, ey. Steine meine, seine!
Gut, dass man hier noch was sieht. Hab ich noch mal Glück gehabt, ne? Hab ich noch mal Glück gehabt hier. Yo, Dings da verlassen hier. Meine normale Gestalt auf einmal. Das hat jetzt echt gekracht gerade. Ja, Steine zu werfen. Also mit Steinen wirft man nicht, oder? Nee, war das mit Essen? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal hier drin stehen, dass das mal aufgeräumt wird. Hier geht nicht anders. Mir auch erinnern, dass diese Tornados immer mir gehören, nicht in den anderen. Hey, wie oft ich eine Taste drücken muss, ne? Dass es halt funktioniert. Also richtig, als ob ich ein Server spielen würde, der Lags hat. Im Singleplayer. So, die Steinbeiße, stimmt, so habe ich sie genannt. Stonebiter. Tschüss. Servus. So, was habe ich denn Geiles bekommen hier? Wieder ein Schild hier. Wie komme ich denn Schild überhaupt, ey? XP ist gut. Regrowth. Nee. Level 84. Leech vorne. Was habe ich für Brust? Oculitz Titan Heart of Ox. Schollas Titan Heart of Ox. Also Ochse. Death Ceiling Eternal Gauntlet of Endurance. Akolyts Grimoire of Necrotic Elixir of Endurance. Okulist Sealed Opal Ring of Deflection und Scholar Siphon. Habe ich gar nicht geschaut nach der Ring und so. Aber ich glaube nicht, dass das. Was hat denn Legend? Was heißt denn das? Legendary Potenzial. Wie macht man dann das zu Legendary Potenzial? Fragen über Fragen wieder. In dem Game. How is working it sich out? Das eine Menü, was letztes Mal jemand, was ich heute gesehen habe. Nur in welchem Video war das denn? Oh, wir haben jetzt das zweite Quest. Mal schauen, how hard ist es? Stream pausiert. Ah, ja. Hallo. Was ist das? So, ich mache einfach irgendwas hier. Yo, wow, 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 wow. Ich hab been slain by Aesthetic Lightning. Ja, das ist, glaube ich, mein Schwachpunkt. Das ist mein Schwachpunkt. Lightning nur 50%, nicht 75%. Yo, 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 yo. Nochmal probieren. Okay.
nicht in allen Drachenstrahlen stehen. Wir haben einen nach dem anderen. Aber wenn der eine schießt, ey, dann kommt's ja auf den anderen, ey. Das ist halt immer einer. Der hat immer in einem Drachending. Wow, weg, raus. Scheiße, scheiße. Sind diese Kreise eigentlich da? Muss schauen, dass sie sich zusammenbringen, dass ich dann immer hinter sie kann. Wir sind alle drei. Da ist so ein großer Kreis, Alter. Was heißt denn der? Weg! Oh mein Gott, dieses Delay der Tasten heute. Weg! Jetzt ist der andere Drache da, ey. Da kämpfe ich gegen drei Drachen. Versuche hier einen zu töten, aber ich bin irgendwie geslowt die ganze Zeit. Ich komme hier nicht so richtig. Bin so geslowt hier. Komm nicht weg. Wieso bin ich denn so geslowt? Wenn ich bei denen stehe, bin ich geslowt irgendwie. Man kann? Das ist irgendeine Aura von denen oder so. Das muss irgendeine Aura sein, dass man da geslowt ist. Ohne Scheiß. Schwerer Kampf, weil das gar kein Boss-Ding war, ey. Armor Health, gut. Armor Increase Lightning Damage. To increase Poison Damage. Ja, weiß nicht. Schon wieder irgendeine Scheiße. Ruby Amulett, das ist hier Onimus. Conquerors Omnis. Omnis. Gut. Oh, viel Loot hier. Ich habe natürlich gecheckt, was diese Kreise auf dem Boden heißen. Das ist aber der. Hier steht Destroy the. Destroy the Storm Dragon Eggs. Achso, habe ich schon. Dachte, die Eier. Habe ich. Habe ich. Ich glaube nichts Geiles. Ursine Bone Amulett Physical. Habe ich schon so eins, glaube ich. Achso, diese tue ich auch rein. Tue ich auch rein. Yes. Oh, was ist der Ring nochmal gewesen? Okkultist Turkis Ring of Regrow. Increase Minion. Increase Movement Speed 8%. Vor allem Freeze. Okay. Auch die Ringe haben. Haben Dings da. So ein Level. Okay. Nochmal einen Kopf oder was?
Erst haben wir Gold nach Hause, gib mir. Was ist das hier? Ah ne, das. Achso, der steht halt da, oder? Das macht er nicht von woanders. Ich hab grad geschaut, wo die Quelle von dem ist, aber der ist ja in. Die Quelle ist ja in ihm drin. Also muss ich in den Stall reingehen, um ihn zu bömsen hier. Hier, irgendwas mit dem Ochsen. Laser Guy? Okay, Gestalt verloren. Da machst du nichts.